Hier sehen wir, an diesem Abschnitt der Grenzmauer wurde versucht, von Westberliner Bürgern eben mit Hammer und Meißel Grenzmauer 75 zu zerstören. Eben. Also es wurden Löcher in die Wände gehauen. An wie vielen Stellen sind ungefähr Löcher geschlagen worden hier? Also hier in dem Bereich, meinen Sie? Oder? Überhaupt so in diesem Bereich hier? Also das unzählbar. Also von der sogenannten Küste bis zum Eifer. Eindeutig beschädigt, da sind wir auf 75. Wie haben Sie darauf reagiert, auf die Provokation? Erstmal erschrocken. Ich meine, nachher hat das gelegt, als dann Kräfte von Westberliner Seite, also sprich Schutzpolizei, Maßnahmen in die Wege geleitet haben, dass also diese Westberliner Bürger also erstmal weggeleitet wurden von der Mauer und erstmal, dass wieder die Sicherheit bestand. Ja. Also es war erstmal unvorstellbar. Steht die Mauer hier direkt auf der Grenze? Nein, die steht also ungefähr 10 Meter vor der Grenze. Da gibt es ein vorgelagertes Hoheitsgebiet der DDR. Und eben, das war eben schon von den Bürgern von Westberlin ein Betretender des DDR-Gebietes, das vorgelagerte Hoheitsgebiet. Weshalb sind Sie nicht selbst rüber und haben Ordnung geschafft? Nein, dafür gibt es ja eben auch Befehle. Es muss ja von jemandem geführt werden, diese ganze Aktion. Da muss ja schließlich der kühle Kopf bewahrt werden. Da kann man ja nicht sinnlos irgendwie handeln. Nee. Dankeschön. Ein Jahr bei den Grenztruppen. Haben Sie gedacht, dass Sie die Öffnung der Berliner Mauer so noch miterleben werden? Also im Vornherein möchte ich sagen, nein. Ja, hat wohl keiner von uns gedacht. Es ging ja alles relativ schnell. Und wir waren alle sehr überrascht darüber. Wenn Sie jetzt so sehen, wie die Ostberliner über den Grenzübergang strömen und wieder zurück, was schießt Ihnen da durch den Kopf? Also mir persönlich ist es eine Art Freude, weil ich bin ja ein normaler Bürger, habe meine Lehre gemacht, bin dann hierher gekommen und werde dann danach auch wieder meine Lehre bzw. meine Arbeit weitermachen. Ja, es ist eine Art Freude, dass jetzt
bisschen Entspannung ist. Beiderseits, dass eben ein offenes Europa, was wir alle anstreben, damit geschaffen wird. Sind Sie selbst angeschlossen gewesen? Nein, wir waren noch nicht so. Ich meine jetzt, durch die Öffnung der Grenzen entspannt sich vielleicht auch das Verhältnis zwischen der DDR und der BRD. Also politische, was vorangehen. Es gibt ja in unserem Land einen Haufen Leute, die sind ja auch, dass das Löcher in der Mauer gleich bedeuten mit Wiedervereinigung. Nee. Also Wiedervereinigung ist für uns kein Thema, würde ich sagen, also meine Meinung. Denn dazu gibt es zu krasse Unterschiede zwischen Sozialismus und Kapitalismus. Glauben Sie denn, dass zumindest große Teile dieser Mauer stehen bleiben müssen zwischen BRD und DDR? Auf jeden Fall, ja. Weil es einfach nicht gehen kann, dass jetzt, wie er schon sagte, zwei Parteien plötzlich nicht mehr aufeinander stehen, zueinander stehen. Und das mit der Mauer einfach wegreißen, wäre bestimmt keine Lösung. Das würde langwieriger dauern. Es wäre ein langwieriger Prozess, der jetzt vielleicht schon mit vielen Öffnungen von Grenzübergangsstellen ein Anfang sein kann. Aber jetzt auf keinen Fall. Ist das früher ein unbeliebter Job gewesen, Mitglied der Grenztruppen? Zu Zeiten, als es noch strenger zugegangen ist? Ja, die Leute, die zum Grundwehrdienst gezogen worden sind, sind hierher gekommen. Und andere haben das aus Überzeugung gemacht. Aber ein strenger Dienst kann man eigentlich nicht sagen. Also, es ist wie jeder andere bei der Volksarmee. Es gab ja Zeiten, als Sie hier waren, da hätten Sie damit rechnen müssen, auf flüchtende DDR-Bürger zu schießen. Ja, das nee. Möchte ich mal widerlegen, denn da ist eindeutig festgehalten, es gibt einen Paragraphen und da wird der Schießbefehl eindeutig erklärt und das, der Grundinhalt ist, da wird nur geschossen, wenn das eigene Leben bedroht ist. Also wenn jetzt jemand kommt, ein Grenzverletzter bedroht mich mit dem Messer, was würden Sie denn da machen? Würden Sie da sich abstechen lassen oder? Das ist eindeutig nochmal festgelegt. Danke. Kinder.
Kalkholz. Ich habe kein Werkzeug bei. Vor welchem Fernsehen sind Sie? ADN, ja. ADN? Wenn Sie uns ein bisschen hier was Historisches erklären, können wir das drehen? Dazu bin ich nicht Aussagekräftig. Also, die Reichskanzlei war außerhalb. Und hier in dem Gelände ist jetzt aber der alte Führerbunker. Ja. Der Erdhügel? Finden wir dann irgendwie diese historischen, weil Sie gerade sagten, auch Geschichte Brandenburger Tor? Der sich in der Historie ein bisschen auskennt, da gehen insgesamt hier? Ja. Der Führerbunker, der ehemalige. Ja, ja.
Wo seid ihr her? Von uns? Spiegel.